Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Jo, was kann ich nur Dolles sagen? Das Gameplay ist bald zu Ende, wie ich schon vor 10 Parts gesagt habe. Aber ja, ich muss noch ein bisschen die Videos bearbeiten und dann sind wir auch schon bald fertig. Viel an der Story ändert sich jetzt nichts mehr, außer dass am Schluss noch was Tolles passiert. Und ja. Wir sollen jetzt nachher noch im Boot steuern. Ich glaube, ich soll jetzt schon steuern. Ja, genau. Ich soll hier vorne irgendwie hin. Okay. So. Jetzt darf ich hier auch die ganze Zeit noch rumballern, was ich ganz schön toll finde. Und ja. Let's see what they think of this. Goes out to Sergeant Blundell and all our boys at the RPO. Go get him. Irgendwie fahre ich ja nicht los, oder? Nö. Wie fährt man los? Hallo. Ah, okay. So, ich denke, jetzt werde ich ganz oft verrecken, aber das wäre wahrscheinlich egal. Und ja. Zu dem Partnerprogramm, das ich die letzten paar Videos mal angesprochen habe. Ich weiß gar nicht, wie das momentan ist. Ich habe gerade keinen Kontakt zu den Mitgliedern und ja. Wie das genau weitergeht, weiß ich auch gerade gar nicht. Was ich weiß ist, dass sie noch leben, hoffe ich mal. Und ja. Mehr weiß ich nicht. Jo, wie hier sehen kann, muss man halt alles Mögliche, was sich bewegt, abmetzeln. Und jo, versuchen das Boot nicht zu tracken, wie ich das hier mache. Aber egal. Hier mal schön die Mauer weggefetzt. Das weiß ich gar nicht, sind die Helikopter bei mir oder nicht? Ja, egal, wird schon stimmen. Momentan sind 96 Abonnenten vorhanden. Wenn es bald mehr werden sollten, was ich mal hoffen tue, gibt es natürlich auch ein Abonnenten-Special, was ich wahrscheinlich bei vollen 100 machen werde. Was es da genau gibt, weiß ich noch gar nicht so genau. Aber was anderes wie COD, denke ich. Und ja, vielleicht Halo oder irgendwas anderes. Mal gucken. Oder ich mache wieder ein Let's Play Together. Jo. Im letzten Video habe ich, glaube ich, angesprochen, was ich für Spiele habe. Und überhaupt, was mit dem Spielen, das ist ja jetzt so die Sache. Ich denke, dass ich das ins letzte Video reinpacken werde und dass ich da mal alle auflisten werde, wie ich das schon vorhatte. Und ich glaube, dass ich Call of Duty da nicht mehr einfügen werde, weil ich das ja sowieso schon habe. Was ich noch einfügen könnte, wären dann Online-Commentaries, was ich sowieso noch bald machen werde. Selbstverständlich. Und ja. Was gibt es noch zu sagen? Hier müsste ich einen Schnitt machen, weil ich da etwas öfter verreckt bin, aber fast jetzt schon wieder. Aber das sei mal dahingestellt. Wenn es von euch noch irgendwelche Let's Play-Vorschläge geben würde, wie was weiß ich, Resident Evil oder sowas, was ich halt nicht hab, sagt mir das mal. Vielleicht hat es irgendeinen Freund von mir und kann es mir mal für eine Woche ausleihen oder so. Und dann kann ich ja da mal ein Let's Play davon machen oder einfach nur so ein paar Ausschnitte zeigen.
Idiot. Nun geht's weiter auf dem Schiff. Und soweit ich mich entsinne, ist das die Mission. Eventuell, ich bin mir nicht sicher. Wo man am Schluss sogar noch im Heli sitzt und rumballern darf. Wie gesagt, wer mich noch auf Xbox Live adden möchte, Juni 15 Gamer ist mein Gamertag und so. Ich bin für alle möglichen Freundschaften offen und werde dann auch alle annehmen. Außer ich spamme mich total zu, dann lösche ich sie. Aber sonst bin ich da sehr freundlich. Kravchenko, we must be near. I fucking hope so. They found it just ahead, patching it through. I have visual confirmation. Ground zero, bodies and cargo all over the place. I say again, I have visual confirmation. We don't have much time. Jet, this is Centurion 3. Follow me. We can land over here. So, jetzt müssen wir auch in Aktion treten. Wir steigen aus und ich lauf mal los. Ja, geht's dann direkt schon zur Sache. Und ein Freund von mir, der gerade bei mir ist, lacht mich gerade aus. Aber das ist egal. Da stehe ich drüber. Stimmt's, Michael? Ja. Für die, die es nicht wissen, es ist gerade 2 Uhr nachts. Und er schläft so halb. Und ich halte ihn an. Ich halte ihn nach einem Sturmgebiet schlafen, aber er darf nicht. Nein, ich erlaube ihm das nicht. Hast du Hunger, Michael? Ja. Dann macht ihr was. Zurück zum Spiel. Was gibt's noch zu sagen? Es ist jetzt wirklich schon 3 Monate alt. Krass. Ich komme echt nicht voran mit dem Spiel. Bin ich so froh, wenn das endlich rum ist. Glaube ich, kommentiere heute mal 50.000 Parts. Nö, lass ich mal. Ich habe noch was anderes zu tun. Jetzt sind schon fast 8 Minuten rum. Oder es sind schon 8 Minuten angebrochen. Ja, es sind schon angebrochen. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen und guck, dass ich jetzt mal ein bisschen vorankomme. Da muss man extrem gucken hier bei dem Level. Da sind nämlich immer irgendwelche Sniper auf solchen, was sind das? Das sind keine Palmen, oder? Doch, das sind Palmen. Punkt. Da muss man immer drauf achten, aber es geht eigentlich. Gibt es noch irgendwelche Partnervorschläge oder so? Ich kann nur so viel sagen, besucht meine Partnerkanäle, kommentiert die Videos, ratet die Videos und ja. Abonniert mich, abonniert, wen ihr wollt, aber denkt an mich. Ja, denkt an mich. Es ist viel Arbeit, solche Dinger hier zu kommentieren, die ganze Scheiße zu bearbeiten und ja. Es wäre einfach ein Dankeschön wert, mich doch zu abonnieren. Aber da lasse ich jedem seine eigene Meinung. Jo. Und dann ist dieses Level endlich vorbei. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ich bin ja auch müde, aber ist egal. Kommt schon. Hier bin ich auch mal verreckt, glaube ich. Man muss mal versuchen, sich etwas weiter links zu halten. Weil jetzt nach diesem Erdrutsch hier rutscht man ein bisschen nach rechts. Und da kann man oft runterfallen. So war es bei mir jedenfalls. Und ja. Hier hatte ich erstmal Schiss. Hab gedacht, da geht's nicht. Geht's ganz schön tief runter.
Aber es war eigentlich ganz okay. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier die Sniper holen oder was ist das jetzt hier? Ich glaube, ich muss hier auf jemanden warten. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. Schon etwas länger her, als ich das hier gespielt habe. Und der Michael ist eingeschlafen. Er hat's geschafft. Okay, er hat's nicht geschafft. Chemical weapon. Nova 6. Must have dispersed after the crash. Grenade launchers, Channel Lakes. The hell are Russians with American weapons? Must be some kind of setup. Nova 6 is all gone. See here? Map of the area. That's gotta be Kravchenko's compound. Deep inside. Geht das jetzt endlich mal weiter? Das ist ja ziemlich warm. Okay, Mason. Okay. Defend the crash site. Aha. Beschütze. Oder Defense. Ach Gott, ich kann nicht mehr denken. Ja, beschütze die zerstörte Seite. Aha. Wo sind die anderen hin? Ja, die stehen da. Okay, kann ich mal ein bisschen hier rum. Hier rein, irgendwie fliegen die nicht, wie ich will. Krieg ich mal ein bisschen hier. Oh, passt das? Ah, das passt. Da habe ich echt wenig Schuss, fällt mir gerade auf. Aber das ist okay. Die Mission, glaube ich, kriege ich sogar noch fertig. Bei mir hier bei 14:10 eine Spur angezeigt wird, wo nichts ist. Entweder ich werde nicht dort. Ach du Scheiße. Oder da ist ein weißer Bildschirm und ich kann einen Schnitt machen. Wie das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich da runterfalle. Und ja. Michael, das machst du. Jetzt liest da schon meine SMS. Bist du böse? Tja. So, kann ich die jetzt hier abknallen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja, super. Hier ist der Drago Kravchenko. Ja, genau, dreht mir ins Gesicht. Bist du freundlich? Das hat mich tief verletzt. Wirklich. So, wie meine Zeitleiste das dann scheinbar gesagt hat, wird das wirklich stimmen, dass ich um 14 Uhr ungefähr, dass da ein weißer Bildschirm kommt und ich denke, dann mache ich da einen Schnitt. Lass euch noch das hier alles ordentlich hören. Und jo. Hudson was contacted by Frederick Steiner, the Nazi scientist that developed the initial strain of Nova 6 for Dragovich. Danke fürs Zuschauen, kommentiert, abonniert mich und ratet die Videos und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen nochmal und man sieht sich im nächsten Part. Ciao.